Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Horizon Zero Dawn. Ich bin hier diesen Metallturm hochgekraxelt, um wieder ein neues Panorama freizuschalten. Sieht aus wie eine Rennbahn, oder? Von meinem Stadion. Okay. Wo sind nochmal die Dinger? Kann man sich die angucken? Da. Hallo Ma, das muss so Ende Mai oder Anfang Juni gewesen sein. Ich war erst eine oder zwei Wochen aus dem Entzug raus und fühlte mich immer noch ziemlich nackt und unsicher, was mein neues Leben anging. Du hattest dich bereits mit Mr. Gerson angelegt, diesem Arsch von Schuldirektor, der mich nicht wieder aufnehmen wollte. Vor mir lagen 8 Wochen Sommerkurse, um das Versäumte nachzuholen, aber das war mir egal. Ohne Drogen wusste ich noch nicht so recht, was ich mit mir anfangen sollte, also kam mir ein geregelter Ablauf entgegen. Die Metallurgist spielten gegen die Wayfarers und wie immer hatte Wyatt Logentickets. Aber es war das erste Mal, dass ich mitkam. Verdammt, es war vermutlich das erste Mal, dass ich überhaupt bereit war, etwas als Familie zu machen. Im Nachhinein wundere es mich, dass Wyatt dazu bereit war, seinen missratenen Stiefsohn so früh zu einer öffentlichen Veranstaltung mitzunehmen. Ich hatte natürlich schon Spiele auf Holo gesehen, aber es live zu erleben war etwas ganz anderes. Die Größe der Maschinen, ihr Tempo, wie sie Kleinholz aus ihren Gegnern machten. Es war der Wahnsinn. Auf einmal war meine Faszination für Technik wieder da, die auf Droge irgendwie verblasst war. Als Homie Raymond, der Chefingenieur des Teams, in der Halbzeit in der Loge vorbeikam, bombardierte ich ihn mit Fragen wie bei einer privaten Pressekonferenz. Rückblickend würde es mich nicht überraschen, wenn du mich in der Hoffnung zu dem Spiel mitgenommen hättest, meine Technikbegeisterung wieder zu wecken, bevor die Sommerkurse anfingen. Oder sollte ich nur einen Blick auf die Unternehmensprivilegien erhaschen? Es war immer dein Traum, dass ich Ingenieur werden oder in die Wirtschaft gehen würde. Tja, es war viel Ingenieurskunst zu sehen, als Connor 12 mit einem 18 Meter Raketensprung punktete. Und es waren viele leitende Manager und Unternehmensleiter mit uns in der Loge, als wir das Tor bejubelten. Ja, es war alles geplant. Du hast genau gewusst, was du tust. Das wusstest du immer. Nochmal, das war kein Fußballspiel, sondern das war ein Kampf gegen Roboter. Ach komm, sag mir jetzt nicht, dass die Menschen Roboter entwickelt haben, damit die Gladiatorenkämpfe austragen. Und irgendwann wurde es denen zu blöd und dann haben sie angefangen, die Menschen kalt zu machen. Oh, bitte nicht. Ich dachte, dass die Maschinen selber die ganzen Sachen hier entwickelt hätten, selber die Säbelzahndinger und einfach nur, weil Baum, keine Ahnung, aber die haben die alle entwickelt. Das ist echt bitter. Sieht so toll aus hier. Okay, was müssen wir jetzt noch machen? Wir müssen dann nach unten und was abgeben. Deswegen mache ich jetzt kurz eine Schnellreise und wir sehen uns gleich wieder. So, da wären wir wieder. Wir geben einfach mal was ab. Sie hat also doch über die Verteidigung hält. Oh Gott, nein, hier sind neue Aufträge. Ich will nicht, ich will den einen Auftrag abgeben. Wo bist du denn?
renne an dem vorbei. Geht's noch? So, da vorne stehst du. Ja, ich bin einfach eiskalt an dir vorbeigerannt. Hoffentlich war die Jagd gut. Ich habe die Eber heute und dein Glücksring, Time. Urmutter sei Dank. Und dir natürlich. Wo hat er gesteckt? Im Schlund eines Ebers. Für den Eber war es kein Glück. Ich trage ihn ab jetzt vielleicht lieber um den Hals. Ah nein, ich will nicht nochmal mit dir reden. Ich wollte nur speichern. Danke für alles. Ach, ja, okay. Du besitzt die Gaben eines wahren Nora-Kriegers. So, dann holen wir uns hier noch den Auftrag. Ich renne in die Pfeile und werde es erschossen. Sie soll gekämpft. Kriegsherrin Sona, du verstärkst Mutterkrone? Wenn die Nora noch einem Angriff des Metallteufels trotzen wollen, muss unsere Abwehr stark sein. Doch, das betrifft dich nicht. Du unterstehst mir nicht. Du kannst trotzdem fragen, Kriegsherrin. Also gut, wir brauchen Lanzenhörner. Sie besitzen Kühlsaft und Ariolinsen sind vielseitig nutzbar. Ich habe jetzt Kühlsaft. Gut. Unser Eis und Feuer wird die Maschinen abwehren. Fehlt uns nur noch eine Lanzenhornlinse. Das ist ein Jagdgrund westlich von hier. Jetzt brauchen die Wachtürme noch Signalpfeile. Bring die hier zu Ornsturm im Süden. Wenn du so nett wärst. Irgendwie bist du ein bisschen seltsam. Das können wir machen. Wie man hört, hat sie tapfer gekämpft. Sammle eine Lanzenhornlinse. Die ist wo? Okay. Also da raus aus dem Lager, von der anderen Seite. Und ich wollte eigentlich auch mal hier zum Händler gehen, um zu gucken, ob der irgendwelchen coolen Scheiß hat. Wo bist du denn? Da ist der Händler. Ich hoffe, du kaufst etwas. Läuft gerade nicht. Schielt ja? Ich bin auf dem Weg zur Grenze. Du bist Händler. Was weißt du über den Kaja-Stamm und dessen Hauptstadt Meridian? Ich habe das Heilige Land nie verlassen. Aber ich habe immer wieder einmal mit Kaja gehandelt. Sie sind recht hochnäsig, wenn du mich fragst. Und Meridian. Sie reden von nichts anderem. Eine Stadt, erbaut auf einem Tafelberg mit Türmen, die so hoch wie Gebirge sind. Wie konnten die Kaja solche Wunder vollbringen? Sklavenarbeit. Doch, ihr neuer König hat sie verboten. Gerechtigkeit ist ihm wohl wichtiger als neue Bauten. Gefällt dir was davon? Natürlich. Schauen wir mal. Schattenschleuder, sehr selten. Kristallgeflecht fehlt uns dazu. Kaja Scharfschussbogen. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was davon. Das da haben wir alles. Kaja Jägerbogen benutzen wir gerade. Oder? Oder das haben wir in unserem Inventar, in unserem Beutel jedenfalls. Ich hätte gerne einen Scharfschussbogen. Ach komm, dann gönnen wir uns den mal. Was mache ich dafür weg? Die Schleuder mache ich dafür weg. So. Outfits? Ui, schön. Eisjägerin. Das sieht auch cool aus.
Das ist auch gut. Das da gefällt mir auch. Das sieht cool aus. Mir gefällt das hier. Ich gucke überhaupt nicht auf die Werte. Aber das sieht ziemlich cool aus. Ach ja, die Gratisprobe. Dankeschön. Aha, okay. Gut. Dankeschön. Tja, ich muss los. Gute Geschäfte noch. Danke. Wäre schön. Nicht für Krieger. So, weiter geht's. Tu deine Pflicht und bitte darum, dass man sich nach deinem Tod an dich erinnert. Die Grenze ist geschlossen. Jetzt müssen wir erstmal so eine komische Linse holen. Da sind ein paar Sägezähne. Muss ich dahin, wenn ich den Langhals da angreife? Vorbei. Hallo. Voll reingelaufen. Wow, immer noch voll reingelaufen. Ich bin... Keine Ahnung, wo ich treffen soll. Okay, also mit diesen Dingern geht's eigentlich. Mit den... Man kann nie zu gut. Ach mein Gott, mit den Seilen. So, jetzt hier. Präzisionspfeile? Was ist das? Zersprengerpfeil. Okay. Ich will's einfach mal austesten. Jetzt wird's laut. Boah, war das cool. Kampf ist immer noch nicht so toll. Ich liebe den Bogen. Der macht viel Spaß. So. Ich sammle mir noch die da hinten, die Teile. Die habe ich mir nämlich verdient. Und dann bringe ich das Ohren. Wo auch immer Ohren ist. Überall hat er hier Sachen verloren. Ich glaube, das ist nur der andere Grashorn-Typi. Außerdem haben die hier in diesem Gebiet blaue Behälter, nicht gelbe Behälter. Vielleicht sollten wir uns auch umziehen. Ich glaube, wir können uns mal hier umziehen, oder? Inventar. Outfits. Fünf und fünf. Die macht ein bisschen Unsichtbarkeit. Die macht gar nichts. Der macht ein bisschen was. Das macht...
Resistent oder mehr Effekte? Nee, das schützt mich vor den ganzen Elementen hier. Nee, ich bleib auch nochmal bei meinen alten Klamotten. Entschuldigung, wenn es ein bisschen langweilig ist, dass ich nicht verschiedene Outfits anhabe. Ich muss da nur durch, aber ich will gar nichts von euch, wirklich nicht. Ich möchte hier nur durch. Lass mich einfach in Ruhe. Tschüss. Ich möchte auch gar nichts von euch. Guck mal, ich laufe in eine ganz andere Richtung. Lass es einfach gut sein. Da oben hin. Ja, Bergziege Eloy schlägt wieder zu. Ich finde cool, dass man auch so alternative Wege gehen kann. Ich glaube, jetzt hört es aber auf. Nö. Oh. Der schnellste Weg nach unten. Ja, ich will nicht nach unten, ich will da oben hin. Keine Ahnung, wie ich da rüberkommen soll. Ich habe mich auch nicht wirklich umgeguckt, gebe ich zu. Ich probiere es einfach mal so lang. So, sieht schon mal nicht schlecht aus. Ja, wir haben es gleich. Wow, wow, jetzt bloß nicht abrutschen, Eloy. Ha, sind wir cool. Na du? Ganz alleine hier oben. Ist auch ein bisschen langweilig, oder? Wir klauen dir mal deine Vorräte. Dann musst du wieder ins Dorf. Du bist Orn? Bist du nicht sehr jung für einen Wächter? Musst du gerade sagen. Stimmt. Die Kriegsherrin schickt dir diese Feuerpfeile. Sende ein Signal, sobald du etwas Verdächtiges siehst, okay? Ich weiß, ich bin jung, nicht blöd. Falls sie zurückkommen. Aber pass auf. Abwärts ist der beste Teil. Ja, das geht am schnellsten. Das macht am meisten Spaß. Sieht auch unglaublich geil aus. Und voll gegen den Baum gedonnert. Ich wäre jetzt eigentlich tot. Von euch möchte ich immer noch nichts. Die sind unglaublich schnell. Ich brauche wieder ein Reittier. Oh Gott, ich vermisse diesen Läufer. Sägezahn. Der Sägezahn ist ja übelst nah am Dorf. Eigentlich sollte ich den vernichten, damit hier nichts passiert, aber ich denke, der greift hier sowieso nicht an. Dann können wir Sona schon mal das zurückbringen. Das ist der Händler und da oben war Sona. So, gibst du mir dafür was Cooles? Die Verdammnis ist überall.
Alter, die müssen echt gut klettern können, oder? Oh, alter Schwede. Ja, komm schon. Die wollt gerade irgendwie nicht so wirklich. Gut, ich glaube, ich wäre in dem Dorf voll untergegangen, weil ich bin nicht so sportlich. Wir plündern erstmal. Wer weiß, ob wir hier nochmal hinkommen. Ich habe deine Lanzenhornlinse. Ich mache mir daraus selbst eine Waffe. Kein Krieger sollte dieses Handwerk vergessen. Und du hast die Signalpfeile zu Ohren gebracht? Ja, ich hoffe aber, dass er sie nie benutzen muss. Hoffe ich auch. Ein schlechter Kriegsherr, den es nach Krieg gelüstet. Vorerst möchte ich nur, dass unsere Krieger bereit sind. Vielen Dank für deine Hilfe. Immer wieder gerne. Falls Urmutter uns noch eine Prüfung auferlegt, werden wir sie antreten. Und einfach nur, weil es so geil ist. Was sind das für Steine? Sind das die ganzen Leute, die gestorben sind? Nee. Oder? Keine Ahnung. Ja, ich weiß, da hinten ist ein Sägezahn. Aber langsam geben sie mir eigentlich nur auf den Keks. Okay. Was haben wir dann noch? Ich meine, wir haben 1 Million Aufträge. Welchen müssen wir jetzt machen? Da hinten scheint erstmal alles soweit in Ordnung zu sein. Da wäre noch was Blaues. Da sind noch 2 Sachen. Und da wäre noch was. Ich glaube, als nächstes machen wir erstmal das hier. Das war's fürs Erste. Der Dunst lüftet sich. Wir sind ja schon ziemlich nah, deswegen... Erstmal die Quest hier. Diese Maschine. Die Verderbnis umgibt sie wie eine Rauchwolke. Zeit, sie auszulöschen. Gut. Okay. Ich will nochmal den. Aber gegen Feuer sind sie anfälliger. Wobei, warte mal. Also, wie viele sind hier? 1, 2, 3. Wow. Da ist der Lohr-Tank explodiert. Und da auch. Ich habe getan, was ich konnte, um die Verderbnis im Tal zu vernichten. Mal sehen, ob mich das Kaja-Fort jetzt über die Berge ziehen lässt. So. Dieses Gift scheint das Metall förmlich aufzufressen. Vielleicht treibt das die Maschinen in den Wahnsinn. Vielleicht kann ich das eines Tages nutzen. Keine Ahnung. Ist hier noch irgendwas? Nein, das hat aufgehört zu blinken. Was bist du? Ach, das sind die komischen Käfer. Da oben geht's jetzt weiter. Aber eigentlich würde ich das hier noch gerne machen. Das Panorama. Oder machen wir erstmal das? Ich weiß es nicht, ich überleg's mir und das seht ihr dann im nächsten Part. Über Kommentare und Bewertungen würde ich mich sehr freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!